Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, warum die einen Menschen erfolgreich sind und die anderen nicht? Das Gleiche gilt übrigens in allen Lebensbereichen, Sport, Musik und auch in der Wirtschaft. Und Tatsache ist, dass etwas in dir, in deinem Kopf, in deiner Welt, deinen Erfolg verhindert. Das ist nämlich deine Realität. Und das zeige ich dir heute wieso. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Geschäftsführer des X-Group Instituts für Gründung, Finanzierung und Unternehmensnachfolge, sondern auch Coach und Trainer. Daher befasse ich mich seit vielen Jahren damit, was den Erfolg ausmacht und was ihn verhindert. Und eine der schönsten Erfolgsgeschichten, die ich kenne, ist die von Cliff Young und sie kommt aus dem Sport. Cliff Young war Farmer und hinter seiner Farm rannten immer die Läufer einmal im Jahr im längsten Ultramarathon, den es weltweit gibt. Und eines Tages dachte er sich, er läuft mal mit, ist angetreten und die Fotografen wollten ihn immer aus dem Bild schieben, weil er viel zu alt war und schlechte Ausrüstung am Mann hatte. Und er ist dann mal trotzdem mitgestartet, obwohl alle gesagt haben, der wird niemals ankommen, weder in dem Alter noch mit der Ausrüstung. Tatsache war aber, dass er am dritten Tag schon alle anderen Läufer überrundet hatte und schließlich am fünften Tag mit einem deutlichen Vorsprung von mehr als einem Tag gewonnen hat. Doch wie konnte das passieren, haben sich alle Sportler und Trainer und Journalisten gefragt. Und schließlich haben sie die Lösung gefunden. Cliff Young ist angetreten. Und er hat eines nicht gewusst. Er hat nicht gewusst, dass man nachts beim Ultramarathon auch Pause machen muss und ein paar Stunden kurz schlafen. Und weil er das nicht wusste, ist er einfach durchgelaufen. Und auf die Fragen der Journalisten, die nebenher mit dem Motorrad ihn interviewt haben, wann er nicht Pause machen wollte, hat er gesagt, ich bin nicht hier zum Pennen, sondern zum Rennen und ist durchgelaufen mit einem deutlichen Vorsprung. Und seine Mitbewerber, die alle nur halb so alt waren wie er, top durchtrainiert mit einem großen Trainer und Versorgungsteam, die haben im Kopf geglaubt, dass sie, um dieses Rennen zu überleben, Pause machen müssten und daher haben sie verloren. Und noch viel spannender ist, was ein Jahr später passiert ist. Denn all die Verlierer des Vorjahres, die von einem über 60-jährigen Mann deklassiert worden sind, haben jetzt gelernt, man muss nicht pennen, um diesen Wettkampf durchzulaufen. Und daher haben sie nachher den Rekord im zweiten, im Folgejahr um einige Stunden sogar noch verbessert, weil sie gelernt haben, sie müssen nicht pennen und schlafen. Nun, was bedeutet das für dich? Stell dir einfach mal vor, du bist in einem großen Raum, der ist 10 Kilometer hoch, der ist 10 Kilometer breit und lang. Und der ist komplett finster. Du siehst also nicht, was in diesem Raum ist. Und dort unten, dort stehst du mit einer kleinen Kerze, mit einer kleinen Taschenlampe und machst dir ein wenig Licht. Das ist tatsächlich, was du von der Wirklichkeit wahrnimmst. Du weißt jetzt nicht, was in Indien passiert, was in Australien passiert, was dort Menschen geschafft haben, was du hier für unmöglich hältst. Tatsache ist, dass du von der gesamten Welt, von dem gesamten Potenzial an Wissen und Fähigkeiten nur ein ganz kleines Minimum repräsentiert hast in deinem Gehirn. Aber das ist noch nicht alles, dass du gar nicht all das weißt, was auf der Welt vorhanden ist. Viel schlimmer ist noch, dass dein Gehirn ständig sortiert, selektiert und ausfiltert. Die Wissenschaftler haben festgestellt, dass von den Millionen an Informationen, die jede Sekunde auf dein Gehirn einprasseln, das meiste nicht ankommt. Tatsächlich kommen nur 136 Informationen tatsächlich durch, die du wahrnimmst. Und das Dumme darin, dass diese 136 Informationen nur deshalb durchkommen, weil du sie kennst, weil du sie bewertest, weil du sie verstehst, weil dein Gehirn denkt, das ist jetzt relevant. Und das ist so ähnlich wie bei Facebook oder anderen sozialen Medien, dass dir dort immer wieder das angeboten wird, wahrzunehmen, zu betrachten und durchzulesen, was du schon kennst, was du in der Vergangenheit schon bevorzugt hast. Das heißt, dein Gehirn filtert nicht nur. Dein Gehirn nimmt super wenig Informationen von der Welt wahr. Und noch viel schlimmer ist, dass dein Gehirn immer wieder das sucht, was es glaubt, was jetzt heute relevant ist. Und Millionen von Informationen gehen dir jeden Tag verloren. Es gilt also darum, eine wichtige Regel, ein wichtiges Axiom kennenzulernen. Nämlich, dass das, was du in deinem Gehirn hast, die Vorstellung, wie die Welt ist, die Landkarte, die du dir selbst gezeichnet hast, vielleicht von deinen Eltern, Freunden und Lehrern übernommen hast, dass diese Landkarte unmöglich das gesamte Gebiet sein kann. Deine Landkarte ist nicht das Gebiet. Wenn du das verstanden hast, dann wird dir auch bewusst, welche Potenziale da draußen auf dich warten. Und dir wird vielleicht auch bewusst, weshalb Cliff Young gewonnen hat und die Sportler verloren haben. Und was bedeutet das für den unternehmerischen Alltag in der Wirtschaft oder in allen Lebensbereichen? Es bedeutet zunächst anzuerkennen, dass du sehr wahrscheinlich verschiedene Landkarten in deinem Kopf von der Welt hast. Und wenn diese Landkarten nicht dafür gesorgt haben,
dass du dort schon bist, wo du hinkommen willst, also den Erfolg hast, den du dir wünschst, dann heißt es, mit sich ehrlich zu werden und zu sagen, meine Landkarten sind nicht zielführend. Der nächste Schritt ist dann zu erkennen, dass du diese Landkarten dir anerlernt hast. Du hast sie übernommen durch Tradition, durch Ausbildung, durch Beobachten. Und weil du sie durch Lernen erworben hast, kannst du sie auch verlernen. Du kannst dich von ihnen verabschieden. Und dazu lade ich dich jetzt ein, dich hinzusetzen und dir all die Landkarten, die dich bisher nicht zum Ziel geführt haben, die zu notieren und dich höflich, aber feierlich und vor allem endgültig von denen zu trennen. Der nächste Schritt ist natürlich dann zu überlegen, welche Landkarten gilt es vom Gebiet zu zeichnen, die dich dann auch zum Ziel führen. Und das machst du wahrscheinlich wie im Sport. Das machst du wie in der Musik. Du suchst dir Menschen wie im Handwerk, die dorthin gekommen sind, die das können, die Früchte bringen, die du dir wünschst. Und von diesen Menschen lernst du dann die Landkarten. Und jetzt kannst du, wenn du die richtigen Karten runtergeladen hast, wie in deinem Navigationssystem, wenn du Deutschland verlässt und nach Österreich oder nach Skandinavien gehst, dann brauchst du dort die Karten, um überhaupt zum Ziel kommen zu können. Jetzt bist du in der Lage, jetzt bist du kompetent genug, dir Ziele zu setzen, Pläne zu bauen, Handlungsmaßnahmen zu entwickeln und die auch tatsächlich umzusetzen. Jetzt hast du eine echte Chance auf Erfolg. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, von deinen Zielen abgeleitet, von deinen Wünschen und Bedürfnissen abgeleitet, die richtigen Karten zu identifizieren, zu finden, zu installieren, sprich auch die entsprechenden Konzepte aufzubauen, die konzeptionellen Entwicklungen für deine Unternehmung, Businessplan, Finanzplan, Finanzierungsplan, all das aufzubauen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Wir von der X-Group haben über 40 Berater bundesweit, die über Telefonkonferenzen und auch persönlichen Gesprächen dich dabei unterstützen, erstmal zu identifizieren, welche Limitationen, welche falschen Karten vielleicht vorhanden sind und dann die richtigen Karten rauszusuchen, diese zu installieren und vor allen Dingen umzusetzen. Und auch der Businessplan, dein Finanzplan, der Marketingplan, dein gesamter Unternehmensplan ist nichts anderes als eine große, vielleicht für dich eine neue Karte. Achte bei der Auswahl der Berater aber darauf, dass du Menschen findest, die Vorbilder sind, weil ihre Früchte im Leben zeigen, dass sie die Karte schon erfolgreich eingesetzt haben, dass sie tatsächlich über dieses Kartenmaterial verfügen. Tatsache ist leider, dass viele Universitäten und Schulen davon voll sind, von Schwimmtrainern, von Schwimmprofessoren, von Schwimmakademikern, die selbst niemals im Wasser waren. Gerne kannst du also jetzt Daumen hoch machen, gerne nutze das kostenfreie Erstgespräch oder andere Angebote von uns und gerne kannst du den Kanal abonnieren und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Definition, beim Auffinden und beim Austausch deiner Landkarten, sodass du dein Ziel erreichst, wie du es wünschst.